Hey, hey aus Schweden! Im heutigen Video geht es um die Fortsetzung meines Gartenprojektes. Bleibt gerne dran! Die Pflanzen habe ich mittlerweile in größere Töpfe umgetopft, aber ich hoffe, dass sie noch schneller wachsen. Also da ist noch nicht ganz so viel zu sehen, was vielleicht daran liegt, dass es noch etwas kühl ist. Hier seht ihr Tomaten, Karotten und Radieschen. Die Paprika habe ich jetzt noch nicht umgetopft. Die sind mir noch etwas zu klein und ich hoffe, dass sie auch noch weiter gedeihen. Während Tomaten und Co. weiter wachsen müssen, versorgen wir uns mit Sprossen. Das habe ich nach einer Idee von Claudia Weber gemacht. Sie hat auch hier auf YouTube einen Kanal, der heißt Endlich Selbstversorger. Ich verlinke euch den mal, denn da findet ihr super tolle Tipps. Zunächst weiche ich die Samen für ca. 12 Stunden in Wasser ein. Danach werden sie abgegossen und zum Trocknen aufgestellt. Danach wiederhole ich jeden Tag zweimal eine Spülung mit Wasser und gieße sie wieder ab. Das Ganze mache ich etwa eine Woche lang und dann sind die Sprossen erntereif. Man kann sie dann nutzen für Salat oder auf Brot oder mit Quark vermischt. Schmeckt alles richtig lecker. Thank you.
damit das Gemüse demnächst auch gut weiterwachsen kann, haben wir damit begonnen, ein Gewächshaus selber zu bauen. Hier seht ihr uns in Christian Schreiner Werkstatt. Hier bauen wir gerade das Gestell zusammen. Und wie das Gewächshaus demnächst im Garten aufgebaut wird und wie wir das genau machen, das seht ihr in einem Extra-Video, das ich dann demnächst hochlade. In den kommenden Videos zeige ich euch, wie es mit dem Gartenprojekt weitergeht. Bis dahin sage ich Hej då aus Schweden!